40 Stunden, wenn wir sein wird, dass wir die Zeit nutzen, hier ein bisschen zu schneiden. Jeder sitzt da hinten, mit dem werde ich mich dann nach dem Essen aber treffen. Die vorne ist eine Lounge, den wollen wir vielleicht mal zusammen auschecken. Das ist schnell, gerade eine halbe Stunde geschnitten, jetzt ist das Essen schon da. Ja, erstmal eine schöne Vorspeise. Und hier ist der Edit bis jetzt, also kommt eigentlich alles hier ganz, ganz gut zusammen. Aber es ist schon merkwürdig so zu sehen, wie man da gerade sein Zelt abbaut in der Wüste und jetzt sitzt man hier. Aber ja, allein die paar Tage mit offline da in der Wüste zu sein, das ist schon richtig cool. Das war mal was ganz anderes. Man hat selbst so einfache Dinge wie gutes Essen noch mal so richtig zu schätzen gelernt. War auf jeden Fall cool. Aber das ist auch nicht schlecht. Es gibt ja noch was. Ja, das sieht schon ziemlich nett aus. Und nebenbei kriege ich gerade erst wieder so mit, was in der Welt so krasses mal wieder passiert ist in der letzten Woche. Allein, was Trump wieder gemacht hat und so weiter und so fort. Nicht schön, aber traurigerweise hat man sich ja mittlerweile schon das dran gewöhnt. Schaut mal, wer gerade hergekommen ist. Hallihallo. Der Peter ist am Start. Wir sind jetzt. Braucht eine Pause. Ja, ja, finde ich gut. So. Findest du gut? Ja, ihr bist hier geschnitten bis 5:30 bin ich jetzt mittlerweile. Sieht sich eigentlich ganz ordentlich aus, oder? Ne? Ja. Da kann man mal eine kleine Pause machen. Da kann man sich mal gönnen. Kann man. Da wird ja, steilen wir mal ab alles. Schauen wir mal rüber. Alles klar. Wir haben die Bar sogar vor uns. Oh. Schaut euch an, Leute, das ist unser Wohnzimmer hier. Das Peter und ich uns gegönnt haben auf dem Flug. Ich würde sagen, wir setzen uns auf die Seite, weil dann kann man sich die Bar besser anschauen. Oh, stimmt. Schaut erstmal, was in der Bar hier alles gibt, Leute. Wir haben verschiedene Weine haben wir hier zur Auswahl. Natürlich auch diverse andere Spirituosen, sag ich mal. Und Gläser, ja, da muss man mal schauen, was man hier nimmt. Der Herr, bevorzugen Sie denn eine Chardonnay oder ein Sauvignon Blanc oder vielleicht auch ein Gin Tonic oder Bier. Ein Weste? Oh, okay. Bier. Und dann, alles klar. Thanks. Das sieht alles nett aus hier. Tschüss. Sollen wir was trinken und dabei über Trump lustig machen? Ja. Was müssen auch all die ernsthaften Journalisten denken, die jetzt über jemanden wie Trump berichten, weißt du? So, die machen die ganze Zeit so ihren Job, ich frag mich, all die Jahre, und dann kommt jemand wie Trump ins Haus und die müssen ernsthaft über ihn berichten, was dieser Hitzkopf schon wieder getweetet hat. Jetzt muss man dazu sagen, dass, glaube ich, manche aber auch so ein bisschen hin und her wackelt zwischen, oh Gott, wie kann er nur, und andererseits, oh danke, danke für den nächsten Tweet, wir haben wieder geile Einschaltquoten. Das stimmt allerdings, ja. Also die haben auf jeden Fall dadurch jetzt hier jede Menge zu berichten. Wir chillen jetzt hier erstmal ein bisschen. Mal ein bisschen resümieren. Ein bisschen resümieren, genau, über unsere Reise jetzt hier in Australien. Wie das, wir waren ja einfach mal ein paar Tage komplett offline, kein Netz gehabt. Das war auch mal gut, ne? Da hat man Trump nicht mitbekommen. Ich fand super. YouTube, Twitter, Beef nicht mitbekommen. Gar nichts. Gar nichts. Wir haben nicht mal mitbekommen, was unter den Videos und Kommentaren stand. Man konnte einfach das ist das Einzige, was echt schade ist, weil das hätte ich gerne gesehen. Jetzt gerade ist auch wieder eins online gegangen. Schon während wir im Flug sind, ist gerade als online gegangen, man kann es nicht sehen. Ist zum einen schade, zum anderen ist es auch einfach schön. Ja, ja, das stimmt. Einfach mal so ein bisschen an nichts zu denken, sondern nur daran, wie man sein Zelt aufbaut. Und oder überlebt halt einfach. Nicht von Dingos gefressen wird. Ja. Oder von Mike. Vor allem das. War eine gute Zeit. Ja. Naja, Leute. Gut 11 Stunden oder so haben wir noch. Wir sind hier. Wir müssen halt wach bleiben, ne? Wir müssen wach bleiben. Also, ein paar Stündchen müssen wir noch wach bleiben. Also, beste Sache, um wach zu bleiben. Ja, natürlich Bier. Wer weiß es nicht. Aus Abu Dhabi. So langsam geht hier die Sonne auf. Wir haben es jetzt 7 Uhr, habe gute 8 Stunden geschlafen. Allerdings nach deutscher Zeit zwischen 18 und 2 Uhr. Das heißt, noch nicht ganz zurück im Rhythmus, aber ich glaube, das geht heute. Wir haben jetzt hier ungefähr 2 Stunden überall warten müssen und danach eben nochmal 7 Stunden nach Deutschland. Aber hier können wir vielleicht in die First Lounge. Da ich mit Evelyn so viel geflogen bin, habe ich da den Platinum-Status und den kann man auch bei Etihad nutzen, um da in die beste Lounge zu kommen. Also, und die könnte ganz cool sein. Mal schauen. All good. All good. Nice. We made it! First Class Lounge. Mal gucken, ob es auch wert ist, das Ganze hier. Next First. Frühstücken hier? Ja, das ist nett, ne? Das ist alles nochmal eine Ecke vornehmer hier. Man kann sich hier rasieren lassen, ne? Hast du mitbekommen? Ja, klar. Du kannst dich hier kostenlos rasieren, da kommt jemand und rasiert dich. Manchmal nicht. Und ein richtig gutes Frühstücksbuffet gibt es auch. Das heißt, erstmal frühstücken und für euch ist mal eine Timelapse hier und dann Sonnenaufgang.
nachdem ich in der Lounge gerade noch duschen und Zähne putzen konnte, habe ich, glaube ich, für heute so jede Annehmlichkeit, die man über Flugreisen so haben kann, komplett ausgenutzt. Und damit geht es jetzt auf die letzten Stunden bis nach Düsseldorf. Also, auf geht's. 7 Stunden zurück nach Düsseldorf. Das ganze Flugzeug schläft einfach, außer Peter und ich. Peter sitzt da ganz hinten. Ich hier, wir sind beide am Schnitt dran unserer Videos. Der Rest des Flugzeugs schläft. Yep, das sieht wieder nach Deutschland aus, würde ich sagen. 7 Stunden Flugzeug vorbei, die ganze Zeit hier fleißig geschnitten. Und damit haben wir es auch geschafft, Leute. Das war unsere Reise zurück aus Australien nach Deutschland. Beide Flüge und die 3 Stunden Wartezeit in Abu Dhabi zusammen waren wir 24 Stunden, also einen kompletten Tag jetzt unterwegs. Dank der Zeitverschiebung sind wir aber nur am Freitagabend in Australien losgeflogen und jetzt kommen gerade mittags am Samstag hier an. Und da ich den ganzen Tag nicht geschlafen habe, muss ich jetzt nur bis abends, bis sag ich mal 20, 21 Uhr schaffen, wach zu bleiben. So langsam bin ich schon müde, aber ich hoffe, ich halte es durch. Und dann sollte der Jetlag nicht allzu schlimm sein. Wir müssen keine Koffer abholen. Haben alles am Start, inklusive Känguru. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht richtig gezeigt, Leute. Ich habe einen Känguru für Kati geholt. Ich hoffe, jetzt habe ich einen Känguru mit. Ich hoffe. Ich will jetzt direkt einen Abgang machen. Ja. Denn mein Zug geht gleich schon. Deswegen. Das war mein Ehre wieder. Das war fantastisch. Das war wirklich. Sowas. Ja, das hoffe ich auch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was noch ansteht. Und wir sprechen. Ja. Ciao, Kati. Tschüss, Felix. Mach's gut. Ciao. In Australien war Winter und da war das Wetter besser als hier. Es war die ganze Woche so, die ganze Woche. Alles richtig gemacht. Ja, ich habe dir noch was mitgebracht. Ein Känguru. Da ist ein Babykänguru drin. Ja, natürlich. Guck hier. Weißt du, dass ich kein einziges Känguru in ganz Australien gesehen habe? Kein einziges. Guck mal, das ist... Das ist, oh Gott, das ist nur ein Kopf. Oder es ist noch nicht weit genug entwickelt, vielleicht kommt das. Sehen so Baby-Kängurus aus. Ich glaube nicht, Leute. Was meint ihr? Oh, wie süß. Danke schön. Bitte, bitte. Du warst gar nicht erschrocken, als ich gesagt habe, ich habe aber Känguru gegessen dafür. Hast du? Ja. Das habe ich nicht gehört. Warst du ehrlich? Wir hatten das im Busch hatten wir das. Wurde halt gegrillt im Busch. Was auf den Tisch kommt, musst du essen. Also es gibt keinen Tisch, aber was du auf den Teller bekommst, musst du essen. Gilt das jetzt auch mal in Deutschland? Nee, in Deutschland gilt es nicht mal. Ich habe auch keine Kamele oder gar nichts gesehen. Wir haben einmal einen Dingo gesehen. Kamele gibt es da auch. Ja, aber sonst war ganz gut. Und die ganzen Spinnen, ne? Boah, überall. Und die waren alle giftig. Naja, Leute, jetzt hier mal, Kathi, wissen genau, was alles passiert ist. Das war's für den heutigen Vlog. Wir sehen uns morgen wieder mit dem ersten UFO-Vlog zurück aus Köln hier wieder. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Australien-Trip, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann kann ich sie im nächsten Video beantworten. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Peter, ja, hast du deine Kamera? Geschafft? Ja, ich habe meine Kamera. Ah, hat er dir gerade gebracht? Ja, hat er. Gut, weil ihr mir gesagt, setz dich an den Bescheid sagen. Ich glaube, dann ist der andere schon schneller. Ja. Krass, wie schnell die das gecheckt haben, ja. Dass ich die da gegen